Hallöchen, liebe Freunde, es ist Zeit für den nächsten Teil von Basics und heute geht es um den ISO. Hallo, mein Name ist ISO. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie ISO oder nicht oder vielleicht auch ISO allein zu Hause und heute möchte ich Ihnen... Ach, Bullshit! Ah, verdammte Scheiße, hat es wehgetan. Ja, Freunde, viele E-Mails haben mich erreicht. Was bedeutet eigentlich ISO? Mach doch mal ein Video über ISO. Wer ist eigentlich dieser ISO und warum benutzt man diesen ISO? Dafür ist das heutige Video. Wenn ich mir so die Kamera angucke, dann sehe ich hier oben rechts ISO. ISO Auto, ISO 100, ISO 200, 400. ISO ist die Empfindlichkeit des Sensors. Je höher diese Zahl ist, die dort steht, desto empfindlicher ist der Sensor. Ich zeige euch jetzt mal im Menü, wie man das Ganze einstellt. Also es gibt auf der rechten Seite, jedenfalls hier bei Canon, einen Punkt, der nennt sich einfach ISO. Hier oben auf der Kamera gibt es einen Knopf, der nennt sich auch ISO. Ich bin jetzt hier im M-Modus und klicke einfach mal hier oben auf ISO, halte das gedrückt und es steht hier ISO Auto 100, 200, 400 etc. etc. pp. Erstmal zu den Erklärungen. Auto bedeutet einfach nur, dass die Kamera automatisch einen ISO-Wert wählt. Ja, das kann gut sein, muss aber nicht gut sein. Ihr könnt das Ganze auch beschränken, das zeige ich gleich. ISO 100, 200, 400, 800 gibt quasi die Stärke an. Eben schon erwähnt, je höher die Zahl ist, desto sensibler ist quasi dieser Sensor bis zu H. Das ist der höchste Wert, der einstellbar ist. Den stellt man auch in einem Extra-Menü ein und da gehen wir jetzt mal rein. Also ich klicke auf Menü, gehe auf Individualfunktion C.fn. Klicke da mal rauf und da gibt es verschiedene lustige Punkte, unter anderem zum Beispiel ISO-Erweiterung, ein und aus. Wenn ich die ausschalte, dann ist dieses H weg, wenn ich sie einschalte, ist das H da. Um die automatische Begrenzung für den ISO einzustellen, gehe ich einfach ins Menü, dann in diese roten Kästchen, dann der dritte Punkt ist bei mir ISO Auto Limit. Damit könnt ihr quasi die Automatik einstellen, bedeutet das Limit ist zum Beispiel maximal 400, maximal 800, maximal 1600, 3200 oder 640. Ich persönlich gehe immer bei Auto auf maximal 800, bei dieser Kamera hier. Ja, da drüber rauscht es schon sehr, sehr stark. Wenn ich so viel ISO brauche im Endeffekt, um das Bild zu verstärken, dass mal mehr ist, dann gehe ich einfach auf einen höheren ISO. Aber das manuell in der Automatik bin ich immer so bei 800. Damit fahre ich mit dieser kleinen Kamera ganz gut. Bei einer Kamera mit einem größeren Sensor, zum Beispiel mit einer 5D oder auch einer anderen Kamera, da kann man dann auch noch ein bisschen höher gehen in der Automatik hier. Ich jedenfalls immer auf ISO 800. Immer noch nicht gerafft, was der ISO ist. Also der ISO ist quasi sowas wie, ich sag immer, der Turbo der Kamera, ja, so der Turbo Boost. Das gibt quasi nochmal so das Extra, wie das Nitro beim Auto, ja. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Situation seid und das Licht ist sehr, sehr dunkel, können wir einfach mal kurz demonstrieren. Um das jetzt mal zu demonstrieren, nehmen wir einfach mal die Kamera, mit der wir filmen und stellen sie mal auf eine Fotosituation ein. Wir haben jetzt hier keine Beleuchtung mehr, es ist quasi nur das Licht, was jetzt hier in diesem Raum hier verfügbar ist. Wir sind bei einem 50. Verschlusszeit auch beim Film, wir sind bei einer Blende 5 und ISO 100, also bei einem sehr gering ISO bedeutet, der Sensor ist nicht besonders empfindlich auf Licht. Und ihr seht, das Bild ist sehr, sehr dunkel, wie es jetzt gerade ist. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, um das Bild heller zu machen. Entweder wir machen die Blende weiter auf, damit mehr Licht auf den Sensor kommt, geht aber jetzt zum Beispiel nicht, weil wir zum Beispiel ein Objektiv haben, was eine Blende 5,6 als Minimum hat. Wir haben eine Verschlusszeit aktuell von einem 50. Und um jetzt, wenn wir das fotografieren wollten, also mich jetzt in diesem Moment zu fotografieren, könnten wir auch nicht weiter runtergehen, weil das Bild zum Beispiel sonst verwackeln würde. Ja, das bedeutet, wir müssen den Nitro Turbo Boost einschalten und das ist der ISO. ISO 100 ist quasi das niedrigste, was jetzt gerade bei der Kamera geht. Gehen wir mal auf ISO 200. ISO 200, das Bild wird ein bisschen heller. ISO 400. Das Bild wird wieder ein bisschen heller. ISO 800. ISO 800 ist jetzt auch gar nicht mal so schlecht und ISO 1600, bada bam, richtig hell. Und das mit den gleichen Kameraeinstellungen, die wir vorhin hatten, also einer Blende 5 und auch einem 50. Verschlusszeit. Das ist doch geil, oder? Das ist der Nitro Turbo ISO Boost quasi. Einziger Nachteil dabei ist, wie auch bei Nitro, Motor geht schnell kaputt, Kamera geht auch schnell kaputt. Nee, ist natürlich Spaß, Kamera geht aber nicht kaputt. Einziger Nachteil ist, es rauscht
Sehr, sehr. Ja? Also je höher der ISO ist gerade beim Film, desto mehr rauscht es. Man kann jetzt sagen, okay, ich nehme das Rauschen in Kauf. Dafür habe ich ein Bild, was scharf ist, A, und B, richtig belichtet ist. Oder man sagt, nee, ich scheiß drauf und will kein scharfes Bild oder will auch zur Not ein dunkles Bild und krieg's vielleicht in RAW noch ein bisschen heller und gehe mit dem ISO weiter runter. Das muss jeder selber entscheiden. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mit dem ISO höher gehe, ja, und das Rauschen in Kauf nehme und vielleicht in RAW das Rauschen reduziere oder in Photoshop das Rauschen reduziere oder das Rauschen sogar lasse, weil es geil aussieht. Also ich persönlich finde Rauschen cool, ja, mich stört das nicht. Ich habe am Anfang auch immer mit ISO 100 nur fotografiert, aber es begrenzt einen in der Fotografie ungemein. So, machen wir das Licht mal wieder an. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid draußen unterwegs, ja? Es dämmert langsam, ihr habt eure Kamera dabei und ihr wollt etwas fotografieren, was ein bisschen weiter weg entfernt ist. Ihr habt das Kit-Objektiv zum Beispiel drauf, zoomt voll rein, seid bei 55er Brennweite, Blende 5,6 ist das Maximum. Ihr holt das Objekt richtig geil ran, ihr guckt durch den Sucher, ihr drückt ab, bam, macht das Foto und guckt drauf und es ist viel zu dunkel. Was macht ihr in Zukunft? Einfach den ISO hoch. Also ich persönlich bin dann zum Beispiel, wenn ich im TV- oder AV-Modus bin, immer auf einer ISO-Automatik, ISO 800 als Maximum. Und wenn ihr merkt, es ist immer noch zu dunkel, dann geht ihr manuell noch ein bisschen hoch. Ich gehe maximal auf ein ISO 1600. Wenn es gar nicht anders geht und die Szene so geil ist und ich dieses Bild unbedingt haben will, dann nehme ich das Rauschen später auch in Kauf und gehe auf ISO 3200, 6400 oder sogar teilweise ISO H. Das Geile ist, wenn eine Vollformatkamera habt, ja, zum Beispiel eine 5D, da könnt ihr so hoch gehen mit dem ISO. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es bei einer 5D Mark II war. Ich glaube 32.000 oder 64.000 sogar bei H2. Da könnt ihr komplett im Dunkeln fotografieren. Ich habe mal mit einer Canon C300 heißt die, glaube ich, oder 300C, ja, mit der habe ich mal gefilmt und die hat so einen hohen ISO, 128.000. Mit der kann man komplett im Dunkeln filmen. Ihr habt kein Licht in diesem Raum. Ja, ihr müsst euch vorstellen, es ist komplett dunkel und die nimmt dieses Licht trotzdem, was vorhanden ist, was man mit den menschlichen Augen gar nicht mehr krass sehen kann, und macht wie ein Nachtbild daraus. So empfindlich ist dieser Sensor. Es gibt zum Beispiel bei der Bundeswehr, ich habe letztens bei so einem Bundeswehrstand mal so einen Restlichtverstärker gesehen, der arbeitet eigentlich nur mit Mondlicht oder mit dem Licht, was eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist, eben mit diesem Restlicht, und kann das Bild sichtbar dann machen. Und im Endeffekt ist das nichts anderes, ja, dass diese Kamera so empfindlich auf Licht dann wird, dass ihr eben eine kurze Verschlusszeit benutzen könnt und eine zu eine Blende benutzen könnt, so auch eine gute Schärfentiefe noch habt, ja, und eben aus der Hand fotografieren könnt. Und das alles mit Hilfe des ISOs. Also der ISO ist absolut nichts Böses, der ISO ist absolut eine geile Sache, wie ich finde. Ich bin mittlerweile sowieso, dass ich Sachen auch manchmal gar nicht mehr wegmache, ja, auch wenn mich Sachen im Bild stören würden. Ich scheiße auf Photoshop und nehme das Bild einfach so, wie es ist, weil ich geil finde, wie es ist so. Ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Auf jeden Fall nutzt den ISO, kann ich nur empfehlen. Ja, er ist ein geiles Tool und schreibt gerne mal eure Erfahrungen unten drunter. Bis welchen ISO geht ihr zum Beispiel? Was habt ihr für Erfahrungen mit ISO gemacht? Nutzt ihr nur ISO 100? Vielleicht nutzt ihr auch nur ISO 400, weil ihr sagt, es ist cool. Ich mache es zum Beispiel sogar so teilweise, dass ich inzwischen bei Studio-Shoots, ja, wo man eigentlich locker auf ISO 100 gehen könnte, auf ISO 200 gehe. Weil ich finde, dass das Bild geiler aussieht mit ISO 200. Weiß auch nicht warum. Schreibt eure Meinung gerne runter, unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über den ISO. Ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Liked es, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. ISO Ahoi und so weiter.